Am gestrigen Montagabend gegen 22.20 Uhr kam es in Fulda in der Magdeburger Straße zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge eine Person leicht verletzt wurde. Ein 21-Jähriger befuhr mit seinem weißen Opel Astra die Magdeburger Straße aus Richtung Fulda kommend in Richtung Petersberg. Er kam in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab, aus bislang ungeklärter Ursache, kollidierte dort mit einem am Rand parkenden Fahrzeug und kam im weiteren Verlauf des Verkehrsunfalls auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die Person wurde hierbei leicht verletzt. Im Verlauf der Verkehrsunfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass die Person zum Unfallzeitpunkt möglicherweise unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand. Deshalb wurde eine Blutentnahme angeordnet. Hierzu musste der 21-Jährige durch mehrere Beamtinnen und Beamten festgenommen werden. Bei der Festnahme leistete die Person erheblichen Widerstand, beleidigte und bedrohte auch die eingesetzten Einsatzkräfte. Eine Kollegin und ein Kollege wurde hierbei leicht verletzt. Der Fulderer muss sich nun unter anderem wegen des Verdachtes des Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinfluss, wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung verantworten. Er wurde am heutigen Dienstagmorgen entlassen, weil alle polizeilichen Maßnahmen beendet waren. Das Ergebnis des Alkoholtests, also der Blutentnahme, steht noch aus und der Gesamtschaden des Unfalls beläuft sich auf ca. 12.000 Euro. Osthessen News. Sehen, was bewegt.